Und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich dieses Mal um Gray. Es ist ein Horror-Mod für Half-Life 2. Und ich bin mal gespannt, wie ich mich hierbei schlagen werde, weil horrormäßig bin ich eigentlich nicht so der große Fan. Wir gucken einfach mal, wir stürzen uns einfach mal rein. Ich habe das bisher auch gar nicht angezockt oder sowas. Das ist also praktisch mein allererstes Mal, wo ich hier überhaupt Gray spiele, und ich habe hier in der Skype-Konversation Meldesnet LP. Hi. Ja, und mal gucken, ob sie mich hier etwas elegant durch die Aufnahme schwingt. So, ich muss mal noch den Sound kurz checken. Ja, das geht noch alles, ne? Obwohl, komm, ein bisschen leiser können wir noch machen. Anwenden. Okay. Und los geht's mit New Game. Are you sure you want to start a new game? Und natürlich wollen wir das. Und ja, komm, wir spielen jetzt einfach mal. A cold sweat forming on my brow. Ich wollte mal kurz noch anmerken, dass ich hier gerade noch nebenbei mit Outer City aufnehme. Also In-Game Sound kommt jetzt ganz normal von Fraps und der Rest von Outer City. Und ja, jetzt geht's einfach mal los. Press any key to continue. Ich glaube, ich muss die Helligkeit noch ein bisschen anstellen. Hier, warte mal. Video. Helligkeit, ich glaube, das ist schon sehr, sehr. Hier, so ungefähr. Mal gucken. Nee, ich glaube, das ist zu dunkel für YouTube. Das ist ja auch für mich gerade mal kaum zu sehen. So, ich muss dann einfach mal in die Aufnahme gucken. Aber es ist schon sehr stark dunkel hier gerade. Ja, soll ich lieber nochmal gucken gehen, bevor ich jetzt hier so spiele und die Aufnahme ganz komisch wird. Also, steuerungsmäßig ganz normal wie bei Half-Life, denke ich jetzt einfach mal. Wobei ich Half-Life davor auch noch nie so richtig gespielt habe. Hier können wir nichts machen. So, mit E können wir hier die Türen öffnen und allgemein interagieren, denke ich mal. Alter, was ist denn das für ein Flimmer hier in der Luft? Die Totenköpfe hier an der Wand sind einfach vertrauenserweckend. Ah. Hallo. Kann ich rennen oder so? Kann ich hier aufmachen oder so? Und hier? Nee, geht auch nicht. Lalalala. Alter, was ist denn das für eine Psychokacke hier? Boah, Alter! Guck mal, da flimmert irgendwas in der Wand. Tschüss! Hä? Ah! Was denn gerade? Hallo? Wie crouche ich hier? Achso, mit Steuerung, okay. Boah, nee, Alter. Komm schon. Ah! Ah! Alter, Schwede. Das ist ein Mikrofon, das gerade nicht hier. Bisschen verrutscht. Kann ich nicht sprinten, Alter. Ich will sprinten. Ich glaube, du kannst nicht sprinten. Ja, kann ich nicht. You're just like him. Was? Nee, bin ich nicht. Ich bin doch bloß der freundliche Nachbar. Lala. Boah, Alter. Zwing mich nicht nach oben zu gucken. Boah, ey. Guck nach oben. Hallo? Ah. Ich will nicht mehr weiter. Alter. Was ist denn da für eine Psycho-Scheiße hier? Das kannst du doch keinem antun. Was steht hier? Home. Ah, nee, hier sieht es nicht wirklich vertrauenserweckend aus. Ich würde gerne wieder gehen. La la la.
Boah, Alter, ich hab gerade so... Was bist denn du für ein scheiß Vieh? Hallo? Boah, leck mich. Was? Ich hab nichts gemacht. Leckt mich. Leckt mich alle. Leckt mich alle. Ihr könnt mich alle mal. Fuck. Fuck. Boah, ich laufe hier gerade voll... Kann man mal die Render Distance auf Far einstellen, bitte? Nein! Nee, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nein! 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 Hilfe! Ich bin eingesperrt! Hilfe! Nein! Nein, ich will hier raus! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Was? Was? Off, on, Hilfe! Hä? Hallo? Kann mir hier mal jemand helfen? Die Mod ist übrigens kostenlos, also falls ihr auch auf Herzversagen Bock habt, dann könnt ihr euch das kostenlos ziehen. Könnt ihr mir mal sagen, wo es lang geht? Hallo? Boah, das gibt es doch gar nicht. Ich piss mich jetzt schon ein. Wir sind noch null weit, aber ich piss mich jetzt schon ein. Ach ja, mein Freund ist eine Pussy. Ja, nee. Eigentlich nicht. Es ist einfach nur ein Kack-Game hier. Soll ich hier vielleicht irgendwas drücken, oder? Hallo? Eins? Huch. Ja. Zwei. Ich bin einfach nur der Rätsel-King. Kein Problem für mich. Ich rätsel hier einfach alles weg und, geht immer noch nicht. Hä? Ich weiß schon, was das jetzt für eine Absicht hat, das Spiel. Man soll es jetzt so ein bisschen auf das Rätsel konzentrieren und jetzt so ein bisschen gelassener werden, was ich jetzt übrigens auch bin. Und dann kommt ein richtig fetter Schocker. Und ich bereue es, dass ich jetzt das gerade erwähnt habe. Kann ich irgendwie ins Inventory? Habe ich irgendwie sowas wie ein Inventar? Nee, habe ich nicht. Hä? Das gibt es doch gar nicht. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich würde dir gern helfen, aber ich sehe gerade leider nichts. Das ist auch gerade irgendwie ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein. Soll ich vielleicht nochmal hier durch die Tür? Hallo? Hä? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wer hat denn das hier gebaut? Was? Das Teil ist wieder raus. Nein! Die Tür ist auf! Nein! Nein! Oh Gott. Nein, Spiegel. Spiegel. Ich guck einfach mal nicht hin. Ich lauf gerade bloß. Ich guck gerade echt nicht hin. Ich habe mir die Augen zugehalten. Hallo. Maus. Drehen. Boah, Alter. Was macht ihr hier mit mir? Hört doch auf. Ich will ja echt nicht zu große Details für mir rausgeben, aber ich habe vor Angst schon steife Nippel. Ich habe gerade echt steife Nippel. Hier, warte mal, du. Die Cam läuft gerade, du kannst es sehen. Guck mal. Nein, ich will es gar nicht sehen. Oh, fuck, Alter. A lot of items in gray are small. Pay attention to the small details to find out what you're missing. My hands worked automatically. Himself is again and again slowly thunderstorm within and you received. The bar was quiet, silent even. Had I closed while I had been in the bathroom? I lost track of time. I needed to do. Oh Gott, Alter, ich bin gerade etwas angespannt.
Kommen wir mal in niedliche Gebiete irgendwie, so mit My Little Ponies oder sowas, das wäre. Alter. Das ist ein Fachgebiet, ne? So. Wenn da passiert gleich was in dieser verdammten Cutscene. Spiegel. Spiegel? Spiegel. Achso, ich bin. Oh, ich bin wieder in-game. Oh, ah ja, klar. Ach, das waren wir gerade. Und wo ist die Kamera, die uns gerade gefilmt hat? Ah. Ah. Oh, nee. Da geht die scheiß Tür auf. Ja. Hallo? Hä? Scheint etwas kaputt zu sein hier. So, kann ich hier irgendwas machen? Hier irgendwas machen? Hallo, hallo, hallo. Wenn es geht, möchte ich auch, hört sich doof an, aber wenn es geht, dann möchte ich auch alle Schocker gleich mitnehmen, die es so geben sollte. Aber hier kann ich nichts machen, ne? Hier mal aus Klo steigen, drüben ein bisschen spannen. Nee, geht nicht. Okay. Hallöchen. Papa ist da. So. Alter. Hier, das ist Frauentoilette, aber da sieht man mal wieder. Dass das Klischee, dass Männertoiletten dreckiger sind als Frauentoiletten, einfach nicht zustimmt. Hallo, da ist jemand kacken. Hallo. Ja gut, da wollen wir mal nicht weiter stören. Sieht aber auch nicht unbedingt besser aus hier. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Nee, nee, geht nicht. Gut, obwohl ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Ach, hier sieht's schön aus. Hier ist viel Licht. Hier ist viel Platz und es fehlen zwar ein paar Menschen, aber es ist einfach vertrauenserweckend und es gefällt mir hier eigentlich. Da ist doch gleich eine Bar, da können wir es gleich noch betrinken, weil wir einfach zu Where is viel. everyone? Ja. Did they close up? Hold tab to see your current objective. Figure out where everyone is. Okay, hallo? Bist du da? Da scheint niemand zu sein. Und hier? Was zu trinken können wir jetzt auch nicht nehmen. Scheiße. Kasse aufmachen vielleicht? Nee, geht auch nicht. Warum wollte ich das nochmal spielen eigentlich? Weil du mal was Neues ausprobieren wolltest. Ich und meine doofen Ideen. Tja, das hast du jetzt selbst eingebrockt. Ich hätte jetzt irgendwie viel gerne eine Doppelstunde Mathe. Können wir gleich danach machen. Ja, wenn du meine Lehrerin bist, gerne. So. Ja, ich sag dazu mal gar nichts. Okay, nur Personal. Da war doch gerade jemand. Entschuldige, ich wollte nicht stören. Ich gehe mal hier weiter und guck mal, was hier ist. Freezer. This is disgusting. I'm never eating here again. Alter, das ist Fleisch. Was ist daran disgusting? Wobei, das sieht aus wie ein Riesenpimmel. Meiner an Originalabbildung. So. Nein, du sagst dazu nichts. So. Da gehen die Lichter aus. Ich gehe wieder zurück. Und guck hier mal rein. High Voltage. Hallo? So, hier kann ich Licht ausmachen. Ich würde jetzt gerne mal das Licht ausmachen. Weil mir einfach viel zu viel Licht hier ist. Für ein Horror-Game ist es einfach viel zu viel Licht. Das geht nicht. Einfach etwas weniger Licht wäre einfach super, finde ich. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Wenn sie einfach zappenduster wäre. So, hallo? Kann ich hier was zu trinken? Nee, geht auch nicht. Nee. Backdoor is locked. Maybe the keys are in the office. Keys in the office.
Wo ist das Office, ist jetzt die Frage. Error. So, kann ich hier... Okay, kann ich auch nicht. Storage. The lock is jammed, okay. Hier, vielleicht. Aufmachen. Ist hier irgendwas versteckt? Nee, ich hätte gerne mal eine Waffe oder so, falls ich mich irgendwie in dem Game überhaupt irgendwie wehren kann auf irgendeine Art und Weise. Weißt du das zufällig, ob man hier irgendwie Waffen hat oder sowas? Nee, weiß ich gerade nicht. Okay. Office, natürlich. Die Tür am Ende des Gangs ist immer das Office. So. Und hier war doch irgendwo das... Ah, hier ist der Schlüssel, okay. Ansonsten haben wir hier nichts mehr Besonderes. So, kann ich hier noch weiter? It's locked from the other side. Dann gehen wir erstmal zurück. Und gucken uns erstmal dort an, was dort denn so ist. Weil hier sollte es ja, glaube ich, rausgehen, ne? Endlich, es geht raus. Wobei, will ich das überhaupt? Ich mach mal eben kurz nochmal von der Helligkeit ein bisschen heller, einfach nur um sicher zu gehen. Also, heller kann ich jetzt nicht machen, jetzt gerade gesehen, also das sollte jetzt eigentlich reichen. Okay, habe ich hier eine Map? Nee, habe ich auch nicht. Everyone is just fucking gone. I should go to the car repair shop. My boss should be there. Ich habe das dumme Gefühl, dass irgendwie keiner dort sein wird. So. Fuck, someone jammed the lock. I'll need to cut it off. Maybe I'll find something useful in the tool shop down the alley. Down the alley, okay. Hier ist auch alles zu, da kommen wir auch nicht mehr rein. Wir gucken uns einfach mal überall um. Hier geht's auch auf, ne? Ich glaube, hier, das ist sogar der Tool Shop. Aha, aha. Frontside Adjustment Tool. Ja. Wo soll ich denn jetzt hier bitte suchen? Oh, kann ich das hier aufheben? Hallo? Kann ich aufnehmen hier bitte? Nee. Was versuchst du aufzunehmen? Einen Schraubenschlüssel. Nee, kannst du nicht. Du findest aber, glaube ich, bald was. So. Hier ist aber... Ich muss jetzt irgendwas finden, um dort das Schloss aufzuschneiden. Oder aufzuklipsen oder sowas in der Art. Hier haben wir noch ein paar Räume. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. So, hier ist eindeutig zu. Ach, da unten. Ich sollte eventuell ein bisschen besser gucken, bevor ich gleich große Sprüche rausklopp. Bolt Cutter, okay. Aber ausrüsten können wir uns damit jetzt irgendwie nicht scheinbar. Nee, geht nicht. Bevor wir da jetzt aber weitergehen, gucke ich mich jetzt da hinten nochmal um. Obwohl, da gibt es ja eigentlich nichts mehr, oder? Also hier waren wir jetzt eben, da haben wir geguckt, die Tür ist zu. Hier scheint es noch irgendwie weiter zu gehen. Kann ich hier noch irgendwas anstellen, oder? Okay, hier ist zu und da ist wahrscheinlich auch zu. Jawohl. Gut, dann ist unser Weg eindeutig, wo wir hin müssen. Einfach dort dann das Schloss aufknacken und dann gucken wir mal, wohin uns der Weg führt. Hier ist auch noch eine Tür. Mal gucken, ob hier... Nee, da ist auch zu. Okay. Dann bin ich ja erstmal beruhigt. So. Und weiter geht's. Break open any crate you came across as there many some... Ich muss mal schauen, dass wir eventuell noch speichern irgendwie, weil ich habe gesehen, dass wir im Menü, glaube ich, speichern können.
Sowas wie ein Quicksave wäre natürlich auch super, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht so unbedingt möglich hier. In Gray. Aber ansonsten bisher finde ich es eigentlich doch gar nicht so schlecht. Ich nehme es zurück. Nein. Kann ich vielleicht wieder gehen? Safe Game. Ah, okay, hier können wir speichern. Dann speichern wir mal. Und das geht sogar relativ flott. Alter, wir hatten solche Fußböden drin. Das ist ja voll hässlich. Huch. Nein. Licht. Bleib an. Boah, hier ist es arschdunkel, also. Und das da, was ist das? Oh, eine Taschenlampe. Kann ich jetzt hier? Ah. Gut, dann haben wir jetzt erstmal auch ein bisschen Licht. Was für die Aufnahme jetzt auch natürlich super ist. Huch. Ich mach mal, huch, eben den Ingame-Tonsound ein bisschen lauter. Okay, so. Die Tür ist zu. So, ich gehe jetzt erstmal hier. Alter, was ist denn das bitte für ein Raum? Oh, und hier haben wir gleich noch Batterien. Vielleicht sollten wir etwas sparsamer sein mit der Lampe, aber nee, das geht hier nicht. Sonst wäre es einfach viel zu dunkel. Da ist zu. Hallo? So, Licht aus. Soweit es geht, immer sparsam sein. Ich guck mal, ob wir jetzt immer noch kein Inventar haben. Nee, scheint kein Inventar zu geben. Alter, was ist denn das bitte für ein Mindfuck hier? Ich hoffe, das ist einfach nur kein Texturenfehler. Wir hatten so einen Scheiß, bitte. Das sieht ja total scheiße aus. Na gut, hier ein bisschen Spielplatz. Was haben wir hier? Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's wahrscheinlich auch nicht weiter. Und dort geht es weiter. Wir gucken uns doch mal um. Hier geht's nicht weiter. Einfach mal hier durch die Error-Schilder. Moment mal. Ich glaube, diese Error-Schilder, die sollten hier eigentlich gar nicht sein. Kann das irgendwie... Geht das oder muss das oder... Okay, hier ist zu. Stört aber ja nicht, ne? Nee. Das Spiel läuft. Was wollen wir mehr? Gut, hier ist auch zu. Gut, dann haben wir jetzt einen einzigen Weg, den wir abstreifen müssen. Und das machen wir doch auch gleich mal. Ah, nee, die Taschenlampe wird ein treuer Begleiter sein für mich. So. Hallo? Taschenlampe. Da ist wieder der rosane Boden. Ich werde mal schauen, ob wir da irgendwie, ob ich da eine Lösung finde, weil das sollte, glaube ich, nicht so sein. Gucken wir einfach mal und... Ja, nee, das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter, weil so stark stört es jetzt auch nicht. So, geht's hier weiter? Nein, hier ist zu. Alter. Oh, Alter. Oh, meine Augen. Raus hier. Das Husten kam jetzt gerade sehr realistisch rüber. Hast du gesehen? Das war... Ich bin gerade relativ gelassen und ich glaube, ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen, ja.
Okay. Ah, oh, habe ich vergessen. Through block 12. What the hell? Through block 12? Who's fucked up enough to leave bloody notes all over the place? Kann ich die jetzt nochmal lesen? Ah, die können wir nochmal. Die können wir immer schön lesen. Block 12. Soll ich jetzt wieder zurück? Hier war ich ja, ne? Ja. Aber wo ist Block 12? Ah! Hallo? 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 Ah. Boah, Alter. nee, nicht gucken. Boah, alter Schwede. Block 12. Block 12. Ich schätze mal, das da drüben ist Block 12. Dieses überaus schöne pinke Gebäude hier drüben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und speichern. Speichern. So. Hallo? Okay, hier geht's weiter. Und dort drüben, glaube ich, nicht. Wer sperrt denn hier eigentlich die ganze Zeit die Türen hier zu? Hier ist keine sauber, alle Türen sind zugesperrt. Hier, das ist übrigens das neueste Geländer von IKEA hier. Das ist einfach... Sieht einfach super aus. Nein! Mom? Alter, so sieht deine Mutter aus. Hilfe. Boah, leck mich doch, verdammte Scheiße. Leck mich doch. Oh mein Gott. Alter. Was ist mit dem passiert? Ein Schlüssel und ein Geldbeutel. Ich sitze gerade so steif auf dem Stuhl. Hallo? Lebst du noch? Hm? Nee, ich meine hier den hier. Achso. Ich bin bei deinem Kommentarstil eingeschlafen, Entschuldigung. Kann ich den Geldbeutel vielleicht mitnehmen? Nee, ne? Ja, jetzt muss ich mich beeilen und was passiert? Mich jagen irgendwelche scheiß Drecksviecher. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ich habe mich verlaufen. We are in the middle of the classical hour here at Fenster Local Radio, and next up is Stig Sydtangen with his rendition of Jeg bærer den hatt som jeg vil by Christian Sinding. Los! Gut. Bringt uns jetzt aber auch nichts. Ich mach, glaube ich, mal eine Aufnahmepause gleich. Weil mich das gerade ein bisschen kirre macht hier. Und die mentale Unterstützung, die ich gerade von meiner Freundin bekomme, ist einfach auch genial. Entschuldigung. Bin gerade beschäftigt. Ja, ich auch. Mit Sterben. Boah, Alter. Mein Fuck.
Ja, ich gucke auf jeden Fall mal, was da los ist. Ich denke, das ist einfach nur eine Fehlinstallation. Ich installiere das Zeug einfach nochmal neu und guck mal, was dann passiert. Hallo? Hä? Hallo, Baby. Anita Stoles. Alles klar. So, wo war ich denn jetzt? Da war ich drinne, da war ich. Mal schauen, ob ich irgendwie, wenn ich... Da war ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Da komme ich auch nicht rein. Alter. Ist hier unten noch was? Ist doch immer ein schönes Versteck. Nee. Da ist zu. Da. Und da steht gleich wieder einer, oder? Nee. Oh, hier geht's weiter. Oh, ich lehne mich mal eben kurz zurück in diesem Ladebildschirm. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich denke, eine Stunde bin ich jetzt gerade wirklich dabei, ne? Ich bin gerade so neben der Spur, dass ich gerade mal die Texte gar nicht lese hier. Nee, also ich werde jetzt dann noch gleich speichern und das war's dann auch. Also, Safe Game und machen wir mal hier speichern, überschreiben. Ja, weil ich glaube, wenn das Spiel so aussieht, dann sollte ich davor echt nochmal gucken, was denn hier der Fehler ist. Deshalb verabschiede ich mich jetzt hier mal von dieser Aufnahmesession. Mal gucken, vielleicht, ja, nee, komm, nee, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich beende die Aufnahme und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Let's Play Game for You. Ich verabschiede mich. Tschüss.